Und damit wünsche ich ein herzliches Willkommen bei einem neuen Spiel, was wir uns angucken. Klonoa Door to Phantomville heißt es. Ein sehr knuffiges Spiel, wie ich finde. Und zwar von Namco. Aus dem Jahr, ich hab's schon wieder vergessen. Gib mir eine Sekunde. Wo steht es? 97. Und es lädt. Es lädt, ist schon mal besser als eben. Eben ist mir nämlich das Stream abgekackt, beziehungsweise der Rechner im Bluescreen. Klonoa ist von Namco, möchte man kaum glauben. Die haben nicht immer nur Rennspiele gemacht. Und es ist ganz schön laut. Ich guck mal, ob ich es ein bisschen leiser machen kann. Okay, das Spiel ist auf jeden Fall auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob es davon eine deutsche Fassung gab. Ich meine nicht. Wie gesagt, PSX Data Center ist gerade down. Ich kann gerade nicht schauen. Falls jemand die Zeit noch hat, mal einmal zu schauen, wäre nicht verkehrt. Wir haben nur New Game und Continue. Okay, na, dann machen wir einfach New Game. So, ich guck mal gleich, ob es irgendwie eine Option gibt oder sowas. Das, ich glaube, es ist zu laut, das Spiel. Oder es ist nur auf meinem Ohr gerade sehr laut. So, nicht ausschalten. Ja. Format it. Ja, von mir aus. Format die Memory Card. Das ist mir egal. Ich habe genug Memory Cards. Etwas laut. Ich guck gleich mal. Oder warte mal, ich mach's direkt leiser. Gib mir eine Sekunde. Ich mach's direkt. Hä? Falsch. Eigentlich dürfte es nicht so laut sein. So. Problem ist halt bei PS1-Spielen, die sind immer unterschiedlich ausgepegelt und deswegen unterschiedlich laut. Blöd. So, okay. Kein Safe Game vorhanden. Ich möchte einmal speichern. Ja, von mir aus. Mach einfach mal. Please enter your name. Wie heiße ich denn? Aber knuffig gemacht auf jeden Fall, ne? So. Ups. Is his name correct? Yes. Please set your options. Okay, schießen, hüpfen, schießen, hüpfen. Das ist ja sehr schwer. Okay, hier kann ich es jetzt auch leiser machen. Nee, ich kann nur Stereo. Oder Mono. Geil, aber schön gemacht. So, Screen brauchen wir nicht adjusten. Okay, na gut, dabei bleibt's. Lautstärke können wir leider nicht einstellen. Na gut. So, Spiel wurde gespeichert und damit starten wir hinein. Klonoa Door to Phantomville. Es ist seltsam. Manchmal kann ich mich an meine Träume nicht erinnern, obwohl ich sie ganz klar vor mir gesehen habe. Wo gehen die Träume hin? Aber an diesen einen Traum kann ich mich sehr klar erinnern, als wenn er in einem Spiegel sich gespiegelt hat. Oh.
Ja, das stimmt. Japanischer geht es, glaube ich, nicht. Das klingt sehr nach einem japanischen Rumgequietsche. Auf jeden Fall. So. Oh, was war das? Es ist vom Glockenhügel. Oh, jetzt muss ich das auch noch simultan übersetzen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Klang so, als wenn irgendwas da reingerauscht ist. Es ist fast genauso wie in meinem Traum. Okay, lass uns gehen, Klonoa. So, und da sind wir. Das Spiel ist immer noch sehr laut, finde ich. Ich mach's gerade mal noch einen Tacken leiser. Eine Sekunde, bitte. Wer hätte gedacht, dass das so brüllt? So, hier. Manchmal, wie gesagt, sind PS1-Spiele einfach nur schlecht ausgepegelt. So, und leider kann man es im Emulator nicht separat einstellen. Kann ich wieder zurück in unser Haus gehen? Nein, kann ich nicht. Okay, also, wir können hüpfen, wir können schießen, mehr können wir nicht. Und der Rest ist halt einfach laufen. Oh, das war knuffig. Was war das denn? Oh nein, ich muss auch dieses Viech nochmal kriegen. Ich glaube, da kann man drauf hüpfen. Ist das nochmal da? Oh nein! Ist es nicht nochmal da? Ach, hier ist es. Komm her. Komm. Komm her. Komm her, Digga. Komm. Kann man da drauf hüpfen? Nee. Okay. Muss ich den da oben drauf schießen, oder? Nee. Ich weiß noch nicht, wie ich da hochkomme. Hm. Keine Ahnung. Ich finde das schon noch raus. Ach, die sterben, wenn man die da hinten wirft. Okay. Ja gut, vielleicht muss ich von irgendwo anders da hochkommen. Ich weiß noch nicht. Wir gucken mal. Also wir können auch leicht schweben, sag ich jetzt mal. Dank unserer Öhrchen können wir etwas schweben. Aber ich glaube nicht, dass wir da hochkommen, oder? Nee, okay. Komme ich nicht hoch, dann ist das so. Geh mal weg. So. Auch hier gibt es schon Windkraftanlagen. Saubere Energie. So muss das. Was ist das hier? Ein Ei? Kann ich das irgendwie... Nee, kann ich nicht. Okay. Kann ich nicht. Geht nicht. Was bist du? Hä? Achso, warte. Cool. Cool gemacht. Gefällt mir echt gut. Wie gesagt, ich weiß, dass ich das schon mal gespielt habe in einer Demo. Ach, ich dachte, ich kann mit dem Ding so weit zurück... Nee, kann nicht so weit zurückfliegen. Ich weiß, dass ich schon mal in einer Demo gespielt habe. Aber das war's auch schon. Was ist das hier? Oh, oh. Ach so, man kann es befreien. Okay, 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 okay. Gut, verstehe. Ja, und hier kommt das zum Tragen, was ich gesagt habe eben. Es ist theoretisch ein Side-Scroller, aber halt ein klein bisschen anders, wenn man das mal so sagen darf. So, und wie komme ich jetzt hier hoch? Wie komme ich jetzt da hoch? Na, so nicht. Hä? Okay. Ich muss noch herausfinden, wie ich da hochkomme. Ah, habt ihr es gesehen? Das ist ja cool. Das ist ja sehr interessant. Da muss ich doch nochmal zurück. Man kann die einfangen und dann kann man sie zum Hüpfen sozusagen benutzen. Alles klar. Muss man das mal herausfinden. So, okay. Ich push nochmal ganz schnell zurück. In der Hoffnung, dass der kleine Fetti... Ach, das war doof. Komm her, Fetti. Ich brauche dich. Haha, nice. So macht man das also. So macht man das also. Noch hat er Elan. Meinst du, das Spiel wird schwer? Bestimmt. Bestimmt. Ich kann mir vorstellen, dass es schwer wird. Solange es nicht in Richtung Crash Bandicoot geht, ist alles in Ordnung. Crash Bandicoot war schon ziemlich mies, teilweise. Geht eigentlich, ja, du ist. Bis jetzt ist ganz süß. Also ich finde es bisher ganz knuffig gemacht. Ah. Nur würde ich gerne mal wissen, wo man Leben wieder herbekommt. So. Wahoo! Komm mal her, Digga. Was ist das denn hier? Oh! Komm schon, ich muss weiter hoch! Ich muss da weiter hoch! Ich komm nicht hoch! Mehr! Boah, das war aber knapp.
Und Scheißdreck. Muss doch irgendwie da hochkommen. Ah, okay. Er ist auf jeden Fall sportlich. So, den haben wir auch befreit. Allerdings denke ich, dass du irgendwann keine Lust mehr hast, zurückzugehen. Okay. Ich fand Crash nicht wirklich leicht. Also wirklich. Das hat es teilweise... Jetzt weiß ich, was du meinst. Au! Jetzt habe ich nur noch ein halbes Leben. Jetzt weiß ich, was du meinst. Mehr. So, okay, den haben wir. Nee, kein Death Counter. Das brauche ich nicht. Ich werde es wahrscheinlich nicht zu 100% alles einsammeln. Weil wir haben ja gerade schon gesehen, da muss man immer vorausschauen, sozusagen spielen. Stopp, wer geht da? Oder wer läuft da? Hier oben! Wie kannst du es dir nur wagen, meinen Turm hier zu passieren, ohne mir Hallo zu sagen? Bleib genau dort stehen. Krampf! Hallo, Kind. Du solltest dich nicht hier herumschleichen. Oder du sollst nicht hier herumschleichen. Ups, tut mir leid. Okay. Entschuldigung, akzeptiert. Ich bin Baloo. Der Mason ist, glaube ich, ein Wächter, ne? Nee, Quatsch, ein Schmied. Schmied ist Mason, ne? Glaube ich. Hast du dir draußen meine wunderbaren Lefis angeschaut? Weiß nicht, was Lefis ist. Es ist auf jeden Fall ein Meisterstück. Ja, Lefis, du kennst sie also nicht, wie? Sie ist die legendäre Diva, die das Lied Song of Rebirth singt. Aha. Nein, das kenne ich nicht. Oh, die Kinder von heutzutage. Siehst du diesen Turm hier? Ich habe ihn gebaut, sodass ich das Mondreich erreichen kann. Verstehst du? Das ist das, wo Lefis lebt. Ich frage mich, ob es wirklich möglich ist, das Mondkönigreich damit zu erreichen. Ruhe! Klonoa, ich denke, wir sollten gehen. Okay. Ja, wir sollten gehen. Ah, ich verstehe. Na dann, pass auf dich auf. Das werde ich. Danke. Bis später. Viel Glück noch, Baloo. Danke. So, sorry, wenn meine Simultanübersetzung nicht immer 100% stimmt, ne? Mein Englisch ist jetzt auch nicht unbedingt das Beste, aber ich versuch's zumindest. Boah. Okay, hier kommen wir wieder raus. Ansonsten dürft ihr mir im Chat gerne weiterhelfen. Wer bist du denn? Ha! Das war gar nicht so doof von mir, ne? Das war gar nicht so doof von mir. Ich höre sehr rudimentäres Japanisch bei Klonoa selber. Ja, das kann schon sein. Das ist gut möglich. Das ist gut möglich. Klingt zumindest so, ne? Warte mal, ich gehe nochmal kurz zurück. Ich gucke nochmal nach da unten. Weil offensichtlich ist das hier oben der Weg, wo wir lang müssen. So, lass mich nochmal hier gucken. Was ist das denn? Mal zwei. Ach so, Bonus! Das war so eine Art... Wow. Bonus-Stage. Hier sind die weiße Fahne. Wo... Ja, toll. Nur noch drei Leben. Aber irgendwie konnte ich gerade meine Leben nicht wieder auffrischen, oder... Ich gehe jetzt erstmal unten lang. Nee, warte mal, ich gehe oben lang. Ah, schwierig! Schwierig! Schwierig, wenn man nicht weiß, wo man genau... Lang geht's. Mistvieh. Mensch. Diese eine Stelle jetzt so viele Leben zu verlieren, das ist ja schon ein bisschen kacke.
So. Jetzt gehe ich erstmal hier oben lang, in der Hoffnung, dass es hier oben weitergeht. Aber wahrscheinlich geht es an beiden Stellen weiter, bei meinem Glück. Ach, wo ist das? Ich glaube, den kann man nicht, oder? Kann man? Ne, den kann man nicht benutzen, um irgendwas damit zu machen. Ich finde das mit der Perspektive irgendwie total cool. Wie gesagt, ich stehe sonst nicht auf so Side-Scroller, aber das hier gefällt mir. Ich weiß nicht warum, aber das gefällt mir. So, gib mir das. Das, eine Brezel. Eine Herzbrezel. Oh, schön. No. Manchmal ein bisschen schwierig von der Perspektive, wenn ich das mal so sagen darf. Ah, okay, jetzt wechselt's. So, gib mir das. Ach, geht das auch noch nach Zeit? Ah, jetzt kann ich wieder zurückgehen. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Es geht scheinbar noch nach Zeit. Und meine Leben haben sich gerade wieder aufgefüllt? Aha. Nee, aber irgendwie auch... Also, man kann Zeit einsammeln, aber irgendwie... Geht es nicht nach Zeit? Ich habe keine Ahnung, ey. Ich weiß es nicht. Gib mir das. Ja, hast du dir gedacht, ne? Weg mit dir. Hahaha. Eine vor den Latz geballert. Vision 1. 1. Ja, fertig. Abgeschlossen. Okay. Haben wir alle mitgenommen? Haben wir alle mitgenommen? Ich hoffe mal. Oh, Feuerwerk. Ist schon echt knuffig gemacht, muss man wirklich mal so sagen. Ist halt mal was anderes. Ist halt so typisch japanisch, ne? Finde ich. So. Wir blättern die Seite um und gehen auf die nächste, beziehungsweise speichern erstmal. So. Ich habe mir ehrlich gesagt vorher das Heft nicht durchgelesen. Ich habe es eben erst gesehen, dass ich offensichtlich die englische Fassung davon da habe. Die Diva und der dunkle, ja, Geist, Spirit. Würde ich mal mit Geist übersetzen. Ja. Hm. Kann man den hier rüberlocken? Komm her. Ich kann ihn ja einfach... Na. Okay, ich kann ihn nicht mit rübernehmen. Komm her. Kann man ihn irgendwie locken? Komm her. Ja, in Japan bekommt man auch... was? Geklatscht, wenn man mit der Achterbahn einläuft? Was? Ich bin heute so gut drauf. Nö, du, alles gut. Noch bin ich gut gelaunt. Noch bin ich gut gelaunt. Kann ich den Dicken jetzt hier mitnehmen? Weg mit dir. Ah, fuck. Ich brauche noch einen. Ah, verdammt. Komm her. So, Oh, Wind! Okay, gib mir das. Warum ich gut gelaunt bin, liegt vielleicht daran, dass ich noch Urlaub habe. Das könnte noch ein Grund sein. Und dass ich gestern Fallout 3 gespielt habe, was ich schon ewig nicht mehr gespielt habe, wo ich echt Bock drauf hatte. Komm her, du. Wow! Cool. Wenn man eine Runde gefahren ist, stehen die Angestellten da und klatschen, als wäre man das erste Mal im Leben alleine auf Toilette gewesen. Bei einer Achterbahnfahrt? Okay. Vielleicht so Respekt zu zollen. So, du hast das gemacht. Wow, Respekt. Was anderes könnte ich mir jetzt nicht vor... Oh. Du hast aber ein dickes Schild. Oh ja. Ich nehme den jetzt einfach mal mit. Vielleicht kann ich ihn noch gebrauchen. Siehst du, hier zum Beispiel. Aua. Das ist immer auf den Sack kriege direkt. Mehr. Es ist echt cool mit dieser Hüpfmechanik. Urlaub, ja, weil Frau Schafi die Woche Prüfung hatte. So, und, ne? Deswegen habe ich gesagt, komm, ich nehme in der Zeit Urlaub. Und, mach hier im Haushalt alles, damit sie sich um ihre Prüfung kümmern kann. Und, sich nicht um irgendwas anderes kümmern muss. Das war der Grund. So. Denn es ist außerdem nicht das letzte Mal, dass wir Urlaub haben.
Oh, jetzt wird's schnell. Uiuiuiui. Jetzt ist hier alles abhanden gekommen. Oh.